Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu meinem neuen Projekt No Man's Sky. Jawohl. Was haben wir denn gerade hier, bevor ich gerade anfange, wieder loszuschnacken? Du kannst deine Basis jetzt online teilen. Nö, wollen wir jetzt gerade überhaupt gar nicht. Ich will erstmal kurz alleine spielen. So, nochmal. Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu meinem nächsten Projekt No Man's Sky hier auf meinem Kanal. Und das Spiel, das wurde schon von einigen gewünscht. Und ich habe das ja noch nie gespielt. Das ist, glaube ich, 2016 auf den Markt gekommen. Hatte damals, glaube ich, nicht so gute Reviews gehabt. Rezession, Entschuldigung. Aber inzwischen wurde das ja auch ein bisschen nachgepatcht, ein paar neue Sachen kamen dazu und ich habe gedacht, komm Leute, lasst uns das mal gemeinsam, jetzt halt doch mal den Mund da hinten. Und ich habe gedacht, lasst uns das mal gemeinsam auszuprobieren, ein paar Parts mal zocken und einfach mal gucken, wie das Game so ist. Ich mag ja sowieso so ein bisschen Science Fiction, Survival und jetzt ist aber mal gut da, kriegt der gerade ein Kind auf die Welt oder was ist der da am Gebären? Und fangen wir einfach an, bevor ich wieder hier viel zu viel mich in den großen Worte verliere. Noch ganz schnell gesagt, Leute, vergesst nicht, das Video zu bewerten, damit ich sehe, wie es ankommt. Dann weiß ich, hey, Leute, es gefällt euch, ich kann weitermachen. Und ansonsten, schauen wir doch mal, wo wir hier sind, was wir hier machen müssen und, was genau unser Ziel ist. Also, ich habe gerade mitgekriegt, dass unser Schild anscheinend irgendwie beschädigt ist. Und, was können wir denn hier überhaupt machen? Guck mal, was haben wir denn hier? Yakumaku 7, was war? Yakumaku? Interagieren mit E. Untersuche das abgestürzte Raumschiff. Okay, machen wir doch mal. Okay, wir haben hier eine Nummer anscheinend. Ich muss schnell das Ding hier, das Mikrofon ein bisschen richten, damit ich ja auch lesen kann, was steht. Atlasverbindung unregelmäßig. Okay. Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline, Piloten-Multiwerkzeug kritisch beschädigt. Ich bin neben einem abgestürzten Schiff aufgewacht. Ich kann nur annehmen, dass es mir gehört. Ich kann mich aber weder daran noch an, ich kann mich weder daran noch an etwas davor erinnern. Der Abschuss muss sich irgendwie auf mein Erinnerungsvermögen ausgewirkt haben. Mhm, das steht also im Protokoll drin, ne? Protokollanfrage nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Okay. Exo-Anzug verbunden. Vorschlag, Pilot sollte Wartung durchführen. Anleitung verfügbar. Priorisierung, welches System? Multiwerkzeug reparieren, Schiffssystem reparieren. Du machst mal das Schiffswerkzeug reparieren. Schiffsreparatursequenz initialisiert. Hinweis, Schaden am Multiwerkzeug könnte die Reparaturen behindern. Informationen dazu bitte in Missionsprotokoll nachlesen. Okay. Das machen wir natürlich jetzt dann irgendwann auch mal, aber selbstgesteuerte Reparaturprotokoll, irgendwas, okay. Startdüsen kritisch beschädigt, steige mit E. Nee, ich will ja gar nicht wegfliegen hier, ich will aussteigen. Wie kann ich aussteigen? Ah, so. Wiederherstellungspunkt gespeichert, das ist schon mal gut. Trümmer interagieren. Wartet jetzt mal gut. Also erstmal will ich mal hier was gucken. Was haben wir denn hier? Ah, da haben wir gerade, das war gerade ein bisschen heiß gewesen anscheinend, die Wärmeschutz aktiv. Oh, das sind gerade alles so viele Texte und ich will noch kurz einstellen, dass die, mal kurz bei den Einstellungen gucken, ob alles gut ist. Na, da können wir mehr reinhauen. Komm, dann machen wir hier auf hoch. Ultra, ja, das geht bei meinem PC. Der macht das. Das ist alles gut. Okay, das tun wir schon mal so anwenden. Damit die Einstellungen wirksam werden, ist ein Neustart erforderlich. Okay, ja, nee, machen wir jetzt aber nicht. Beim nächsten Mal dann, okay. Dann müsst ihr jetzt halt mit der Grafik erstmal zurechtkommen. Ist ja okay. Ich möchte nur die Steuerung gerne noch ein klein wenig, also die Empfindlichkeit ein bisschen runterschalten, weil das ist für euch angenehmer zu gucken, wie wenn das so ruckartig ist.
Wo haben wir denn die Mausempfindlichkeit? Ist das überhaupt... Zoom, bla bla bla? Hä? Lass mal gucken hier. Da kann man irgendwas kämpfen? Nee, nee, oh. Nee. Okay, nochmal zurück. Steuerung, Grafik, allgemeine Option. Das ist sicher hier. Sensibilität, Bewegung, Umsehen. Ah, das habe ich gemeint. Das gehen wir noch ein bisschen runter machen. So. Sehr schön. Muss man das bestätigen? Nö, ist okay. Okay, tipptopp. Ja, ihr schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas nicht passt. Okay, was haben wir hier? Sammle Eisen für die Herstellung von Karitplatten. 0 von 50. Baue mit linker Maustaste Eisen aus Gesteinen ab. Jetzt möchte ich aber erstmal nachschauen, wer denn da so am Rumpstöhnen ist. Was ist denn los mit dir? Junge, oh, was geht denn jetzt ab? Oh, ich glaube, wir dürfen hier nicht so weit weggehen. Wir haben gerade Leben verloren. Ah, die Pflanze hat uns angegriffen. Ist das dein Ernst? Nee, das finde ich jetzt aber gar nicht nett von der. Also gut. Ich bin absolut Neuländer hier in dem Spiel. Oh, wir haben sogar ein Jetpack. Hui. Gut. Jetpack aufgebraucht. Auf Aufladen des Jetpacks abwarten. Okay. Also ihr müsst mich entschuldigen. Wie gesagt, ich bin noch etwas überfordert gerade. Aber das kommt alles mit der Zeit wahrscheinlich. Hier haben wir Eisen oder irgend sowas, ne? Bam. Okay. 5 Eisen haben wir gesammelt. Kann man das einfach aus dem Boden holen oder? Ah, ne, hier. So funktioniert das. Okay. Das ist gut, das ist gut. Wir brauchen Eisen anscheinend. Interessant. Was haben wir hier? Bestätigte Maschinerie. Zum Öffnen bestätigte Komponente reparieren. Das will ich noch nicht. Licht interagieren? Nö, ist ja hell. Mhm, Raumschiffreparatur. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Interessant. Okay, da müsst ihr erstmal Eisen sammeln. Wie gesagt, Leute, wenn ihr irgendwelche Tipps oder sowas für mich habt, haut mir das auf jeden Fall in die Kommentare rein, weil, wie gesagt, ich kenne das Spiel noch gar nicht. Mhm, okay, 35. Geht ja relativ zügig. Hat die mich... Sonnen... Was? Sonnenrebe... Gefahrgut, Schutzhandschuhe erforderlich. Also, die sind anscheinend irgendwie giftig oder so. Die haben mich vorhin auch angegriffen. War natürlich nicht besonders nett gewesen. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. So. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Was haben wir denn jetzt da stehen? Raumschiffreparatur, Impulsantrieb. Stelle Karitplatten her. 0 von 2. Greife mit Tab auf dein Inventar zu. Stelle mit E etwas. Ah, okay. Schauen wir doch mal. Ah, das ist unser Rucksack auf dem Rücken. Wir haben 55 Eisen, ne? Lebenserhaltung. Die ist bei 92%. Okay. Darf ich nochmal gucken, was da steht? Stelle mit E etwas in leeren Plätzen her. Also kann ich jetzt hier drauf drücken? Ah, da kann man was herstellen. Was müssen wir denn herstellen? Wir spielen übrigens auf dem Schwierigkeit, in dem Modus normal, habe ich gedacht, weil, wie gesagt, das ist wahrscheinlich am einsteigerfreundlichsten. Haben wir auch gerade mal irgendwie ein Quest oder irgendwie sowas? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Stelle Karitplatten her. 1 von 2. Also wir müssen eine Karitplatte herstellen. Schauen wir doch mal nach. Gut, hier. Nee, ich stand doch mal, wenn ich da... Technologie? Fracht. Nee, also da... Eisen. Ah, kann das sein, dass ich auf Eisen drücken? Nee, wartet mal. So, ich drücke auf Eisen. Nee. Wir brauchen eine Karitplatte. Aber der sagte doch, wenn ich hier drauf drücke, kann ich was herstellen. Ist alles noch sehr verwirrend für mich. Stelle mit E etwas in leeren Plätzen her. Stelle Karitplatten her. Also, ich drücke jetzt Tab. Da steht Tab. Okay. Hier haben wir einen leeren Platz. Ne? Da drücke ich drauf. So. E, Produkt herstellen. Ah, jetzt haben wir es. Karitplatte. Ah, sehr gut. Raumschiffreparatur, Impulsantrieb. Lokalisiere planetare Ressourcen mit C. Scanne beschädigt, beschädigt. Scanner beschädigt. Öffne das Protokoll mit P. Oh, es wird gerade dunkel. Scanne kritische Beschädigung, beschädigt. Tab drücken, um Inventar zu öffnen. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Der Scanner.
Apparat zur planetaren Erkundung der nahen gelegenen Punkte von Interesse lokalisiert und markiert. Direkt mit dem Gehirn verbunden. Oder, falls der Nutzer der Korvax-Spezies angehört, mit dem Neuralkortex. Lokalen Scan mit C aktivieren. Geht ja nicht. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Der Scanner, den müssen wir ja reparieren, stimmt's? Ah, wir brauchen, um den zu reparieren, brauchen wir 50 Kohlenstoff. Jetzt verstehe ich's. Okay. Das heißt, mit dem Eisen können wir das reparieren. Und mit Kohlenstoff können wir den Scanner reparieren. Dann brauchen wir noch, ich brauche noch mal 15 Eisen, gut. Tun wir mal schnell Eisen sammeln. Das ist aber ein Lärm hier, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also, noch ein bisschen Eisen sammeln. Was haben wir hier? So. Guck mal, da unten links ist so eine Flamme am Aufleuchten, ist das schlimm? Man wird schon irgendeine Meldung kriegen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Oh, ich glaube, wir sterben oder irgend sowas. Was muss ich denn machen jetzt? Verdammt. Kann mir mal einer sagen, was ich hier machen muss? Scanner. Analysevisier. Nee, ja, oh, gut. Ich gehe mal ins Raumschiff rein. Vielleicht habe ich da... Ah, wir müssen manchmal ins Raum... Also jetzt... Also es lädt sich ja wieder auf. Wir brauchen aber 4 Karitplatten noch, sehe ich gerade. Wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Dafür sind die Karitplatten notwendig. Ne? Sehe ich das richtig? Gut, die Anzeige ist wieder normal. Wahrscheinlich ist das ein bisschen heiß hier draußen. Also entweder Wiederherstellungspunkt gespeichert. Ist wahrscheinlich relativ heiß hier draußen. Ah, hier haben wir es ja. Biom, drückend heiß. Oh, ja. Ich merke es gerade. Das brennt uns ja alles nieder hier. Schnell mal ein bisschen Eisen sammeln. Also macht euch da keine Sorgen, Leute. Ich bin lernfähig. Das braucht nur manchmal bei mir einen kleinen Moment. Ich tue schnell noch ein bisschen mehr Eisen sammeln. Und dann tun wir noch ein paar Karitplatten herstellen. So. Was ist denn das? Ach, das ist die Flagge gewesen. Ich dachte, was ist denn da hier los? Kann ich auf die schießen? Ne, da passiert nichts. Lokalisiere planetare Ressourcen mit C. Scanner kritisch bestätigt. Also den Scanner sollten wir auf jeden Fall zuerst reparieren. Jetzt kein Eisen mehr. Also dann lass mal gucken, wie wir den Scanner reparieren können. Wo haben wir den denn? Impulsantrieb. Ah, das ist das Raumschiff hier. Tatsache. Gut. Das hört sich aber auch an, als würde hier gleich irgendwas explodieren. Damit können wir auch interagieren. Szenario Nummer bla bla bla. Übertragen, gelöscht. Möglichst Versagen bei Grenzschichtablösung. Schiff 16 geleert. Okay, da steht irgendwelches Zeug. Keine Verbindung. Analyse, erwarte neue Interaktionen. Übertragen, weggehen. Nee, lassen wir das mal. Sonst wird das alles zu viel auf einmal. Ich würde gerne jetzt auf jeden Fall den Scanner als erstes mal reparieren. Ich hoffe, das ist richtig so, wenn ich das mache. Scanner bestätigt, öffnet das Protokoll mit P. Genau. Wieso stand da, öffnet das Protokoll mit P und... Allgemeine Option. Protokoll. Hier oben. Erwachen. Finde uns, höre uns. Ah, hier sind ein bisschen die... Ah, die Mission. Das finde ich gut. Raumschiffreparatur, Impulsantrieb. Das müssen wir reparieren. Ich habe absolut keine Ahnung. Lass mal gucken hier. Schiffreparatur, Startschubdüsen. Startschubdüsen reparieren. Karitplatten herstellen. Repariere die Okay, das kennen wir alles. Das sollten wir vielleicht okay, dann sollten wir das zuallererst machen, ne? Sammle Eisen für die Herstellung von Karitplatten. Ah, wir haben 2 von 4. Gut, wir brauchen noch mehr Eisen. So. Lolli, lo.
Ist aber auch ganz schön heiß hier draußen. Ist das schlimm, wenn ich ein bisschen weiter weggehe vom Schiff? Oder tut mir das weh? Nee, das ist okay. So, jetzt erstmal richtig schön Eisen hier sammeln. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Jetzt habe ich aber gut Eisen gesammelt. Jetzt öffnen wir nochmal das Dings. Genau, hier Karitplatten. Ich würde gerne noch mehr herstellen. Objekt übertragen, Objekt herstellen mit E. Ja, noch eins. Nein, nicht genügend Ressourcen. Wir brauchen noch ein ganz klein wenig Eisen. Wie viel denn? Oh, was ist denn los, hä? Pschuh! Oh, den kann man angreifen. Können die Tiere uns auch angreifen? Ich habe, glaube ich, damals irgendwie mal mitbekommen, dass damals das nur Pflanzen eigentlich relativ schädlich für uns waren. Haben die das inzwischen auch abgeändert, dass auch Tiere uns angreifen können? Fände ich cool. Fände ich doch ein bisschen realistischer, wie wenn nur Pflanzen, also ich meine Tiere. Was ist denn da so laut? Oder gibt es ja auch außerirdische Spezien. Ich glaube, das heißt Spezien. Eisen habe ich hergestellt. Lass mal gucken, ob wir jetzt eine Karitplatte noch herstellen können. Nicht genügend Ressourcen. Ah, wir brauchen noch 21 Eisen. Okay. Okay. Okidoki. Können wir auch da Eisen? Ah, nee, das ist... Boah, das ist alles Eisen hier, doch. Das tut gut. Ist der überhitzt? Ah, oben rechts sehen wir die Anzeige. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Eisen. Schauen wir nochmal nach. Jetzt haben wir 4 Karibplatten. Okay. Der Wärmeschutz ist bei mir bei 50%. Ich möchte aber jetzt das Schiff reparieren. Das müsste jetzt gehen. Warte, gucken wir doch nochmal das Protokoll mit P. Repariere die Startschubdüsen bei dem Raumschiff. Gut. Startschubdüsen. Reparieren. Yes. Das haben wir hingekriegt. Okay, als nächstes haben wir als Aufgabe... Missionsziel, Raumschiff, Startschubdüsen, auftanken, lokalisiere planetare Ressourcen mit C. Den Impulsantrieb müssen wir auch noch reparieren, dafür brauchen wir Zink. Multiwerkzeugsreparatur-Scanner, den Scanner müssen wir auch reparieren, okay. Missionsziel, Raumschiff, Plutonium brauchen wir auf jeden Fall. Lass mal interagieren mit dem Raumschiff. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Tab drücken, um ein Inventar zu öffnen. Da sehen wir, was wir brauchen. Wir brauchen 200 Heridium, nochmal eine Karitplatte und 20 Zink. Ei, das ist ja einiges hier. Das müssen wir erstmal finden, das ganze Zeug. Ist doch gar nicht so heiß, wir haben es 25 Grad. Was ist denn los mit dem? Wärmeschutz aktiv. Ah ne, wir haben es 64 Grad. Oh, das ist doch, das ist ein bisschen was. Komm mal her, was ist denn los? Komm, red mit mir. Du kannst mit mir über alles reden. Jo, dann halt nicht, ne? Okay, nochmal das Protokoll öffnen. Repariere die Multiwerkzeugsysteme und das Raumschiff. Also das ist die Hauptmission und das sind die ganzen Nebenmissionen, ne? Ich würde gerne den Scanner jetzt mal reparieren. Okay, was müssen wir denn dafür machen, um den Scanner zu reparieren? Was brauchen wir denn da? Technologie. Haupt. Jetpack. Ne, das ist ja alles gut hier. Fracht. Also ich kann mich auf jeden Fall verteidigen. Ich kann hier auch schlagen, sehe ich gerade. Sammle Kohlenstoff. 12 von 50 und... Ah, sammle Kohlenstoff von Pflanzen. Kann ich da drauf schießen? Kann ich da Minenlaser aufladen mit, okay, für Nahkampf gut drücken. Nimm das, du Pflanze. Zum einen ausschalten der Taschenlampe X drücken. Ich habe eine Taschenlampe? Ich habe doch keine Taschenlampe. Ah doch, da, Tatsache. Ja gut, ich sehe ja genug. Oh, da kommt so viel auf einmal. Ressourcen sammeln, Taschenlampe, irgendwas aufladen. Ah, der Minenlaser ist leer. Zum Aufladen
Tab drücken. Analysevisier. Oh, das können wir auch reparieren. Minenlaser. Brauchen wir Energie. Wo kriegen wir die her? Setzt Elemente innerhalb von Planeten. Altes Chemware. Gut. Aktivieren. Ah, mit Kohlenstoff können wir die aufladen. Aber es ist aber nicht viel gewesen, ne? Und hier können wir auch den Scanner reparieren, sehe ich gerade. Mit was habe ich das jetzt geöffnet? Mit E? Ich weiß nicht mehr. Okay, auf jeden Fall. Scanner kritisch beschädigt. Ich dachte, ich hätte den repariert. Sammle Kohlenstoff, 0 von 50. Was haben wir hier? Frachtabwurf, interagieren. Zeig mal her. Hast du da was drin? Okay. Was bimmelt denn jetzt da so? Hier der Scanner. Kohlenstoff, 50 Stück brauchen wir. Ja, ich würde den gerne aber aufladen hier. Geht aber nicht, wir haben nicht mehr genug Energie. Wo kriegen wir denn die Energie her? Kriegen wir die von... Ich weiß es nicht. Mit Jetpack klettern... Okay, wir können zurück ein bisschen... Nee, ich tue erstmal schnell meinen Wärmeschutz wieder aufladen. Das geht am besten ja im Raumschiff drin, wenn mich das nicht täuscht. Das ist gut. So, kurz warten. Ich will auf jeden Fall gerne noch wegfliegen hier. So. Oh, es wird Tag. Guckt mal, wie cool. Sammle Kohlenstoff. Karte. Nee, Karte geht auch nicht. Ich drücke einfach mal ein paar Knöpfe jetzt schnell. Ah, hier mit H kann man. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Mit X kann ich dann irgendwas machen. Da kann ich ein Foto machen? Schiff rufen. Das ist ja kaputt. Das bringt mir nicht, wenn ich das rufe. Okay. Ich würde gerne meinen Minenlaser aufladen. Das geht aber nur mit Energie. Aufladen. Geht ja nicht, ne? Wenn mich das nicht täuscht. Energie. Aufladen mit Isotopenergie. Wo kriegen wir Isotopenergie her? Was können wir denn hier machen? Ah, wir können das Ding umbenennen. Der Schänder. Oh, ne, geht ja gar nicht. Schade. Ne, wieso kann ich kein... Ah. Ah. Oh mein Mann. Dick Stick. Dick Stick. Na? Nein, nein, lassen wir das. Komm. Wo kriegen wir Energie her? Beschädigte Maschinerie. Können wir hier Energie herkriegen? Nee, nicht wirklich. Ich würde gerne meinen Laser noch aufladen. Ein Jetpack klettern. Was haben wir denn hier? Atlas. Oh, hier haben wir Energie. Sehr schön. Das habe ich gesucht. Perfekt. Jetzt müsste ich doch eigentlich meinen Laser aufladen können, oder? Jetzt gehen wir nochmal rein in das Menü. Werkzeug. Jawohl. Hat ja nicht viel gebracht. Lädt das Ding sich alleine wieder auf? Sammle Kohlenstoff. Scanner kritisch beschädigt. Vielleicht soll ich als allererstes mal den Scanner reparieren. Zeig mal her. Damit ich Kohlenstoff finden kann. Langsam checke ich, wie es geht. Ja, um den Scanner zu reparieren, brauche ich ja Kohlenstoff. Sammle Kohlenstoff und sammle von Pflanzen. Hier sind Pflanzen. Ah, das ist das Ding, was da lang fliegt. Ja, die gibt mir keinen Kohlenstoff. Kann das sein, dass nicht alle Pflanzen mir Kohlenstoff geben?
Was ist mit denen hier? Nee, da passiert gar nichts. Und du? Kohlenstoff, die Dinger sind das. Ah. Okay, diese länglichen waren das jetzt gewesen. Mann, was macht denn hier so für einen Krach? Da hinten ist noch so eins. Nee, war das so eine gewesen hier? Ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen Abstand halten. Boah, das war viel Kohlenstoff. Gehe mit dem... Repariere Ausrüstung. Ich will noch mehr Kohlenstoff haben. Kann jetzt sein, dass ich nur so wenig bekomme. Oh, warte, da ist ein Fragezeichen da hinten. Ist das auch eine Pflanze hier? Dafür reicht mein Minenlaser wahrscheinlich nicht wirklich aus. Okay, schauen wir doch mal, ob der Kohlenstoff ausreicht. Ja. Wenn ich jetzt C drücke. Sexy. Raumschiff, Startschubdüsen auftanken. Lokalisiere planetare Ressourcen mit C. Sammle Plutonium. Was hat Plutonium für eine Kürze? Ah, warte, ich muss meinen Wärmeschutz erstmal aufladen. Schauen wir doch mal hier. So. Ich will rein da. So. Tun wir uns kurz entspannen und den Wärmeschutz aufladen. Sonst gehen wir da draußen da. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Ja, das kennen wir ja. Ist alles gut. Also, als nächstes müssen wir Plutonium sammeln. Und das bekommen wir... PU ist Plutonium. Okay. Scan. PU. Da hinten. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. Boah, ist aber weit weg. Schaffen wir das? Da will ich nicht runter. Also noch nicht zumindest. Scanner wird aufgeladen. Wo sieht man eine Ladeanzeige von dem Ding? Ah, rechts unten. Ah, alles klar. Da, PU. Was soll denn das schon wieder? Alles gut, macht euch keine Sorgen. Lass nochmal scannen. Da oben ist ganz viel Plutonium. Ich hoffe, mein Minenlaser reicht dafür aus. Wir brauchen 25. Ja, das geht. Oh, jetzt habe ich doch gerade 90 gefunden hier. 104, wow. Fliegt das bis zu mir? Tatsache. Aha. Oh. Wir sollten langsam zum Schiff zurückgehen, glaube ich. Da kamen irgendwelche Anzeigen, die nicht so gut aussahen. Lass mal noch ein paar Rohstoffe unterwegs einsammeln. Haben wir hier noch was? Ja, da haben wir noch ein bisschen Plutonium. Davon kann man nie genug haben. Ui, wir werden angegriffen. Also, sehr schön. Jetzt können wir das Schiff auftanken. Mit Tab Inventar öffnen. Schubdüsen. Aufladen. Sehr schön. Die sind bei 73%. Das sollte ausreichen. Jetzt haben wir noch den Impulsantrieb. Lasst mich mal schnell gucken. Raumschiff Reparatur Impulsantrieb. Impulsantrieb reparieren. Zink sammeln. Machen wir doch. Erstmal schnell noch den Wärmeschutz wieder aufladen. Und in der Zeit können wir schon mal scannen und Zink sammeln. Verdammt, ich finde nichts. Wo kriegen wir denn Zink her? Nochmal gucken. ZN. Hä? Alles gut, mein Freund. Ich mache euch nicht. Ah, da hinten, da hinten. Was ist denn das hier für ein Lärm? Kann mir das da mal einer sagen? Das regt mich auf, als würde hier gleich so ein Raumschiff darunter fliegen. Zink. Muss ich das so einsammeln? Das muss man von Hand einsammeln. 18 von 20. Noch irgendwo? Ich sehe da schon was rumfliegen, aber das kann ja nicht sein, dass das so laut ist, das Teil. Das ist, glaube ich, auch Zink, oder? Hier.
Diese Pflanzen. Oh, nö. Da unten haben wir was. Ah, die mit den Blättern. So, jetzt haben wir Zink gesammelt. Haben aber noch nicht genug. Brauchen noch ein bisschen was. Lass mal schauen. Also, das sind die mit den Blättern, ne? Das reicht ja alles noch nicht wirklich aus. Lass nochmal scannen. Zink. Mann, da hat's ja fast gar nichts von dem Zeug. Ja, gut, das brauchen wir. Ui, das war knapp. Bin da fast reingeflogen. Ich will auf jeden Fall erstmal das Zink noch sammeln. Aber ich weiß gerade gar nicht, wo. Wo hat's denn noch? Ich will mich halt aber auch nicht. Ui, gibt mir das Energie oder? Eisen. Nee, das ist nur Eisen. Jetzt hat mich das Ding ja schon wieder angegriffen. Wir brauchen Zink. Da, das ist doch so eine hier. Nicht? Sind das nicht solche hier? Nee. Oh. Wir sollten vielleicht nochmal schnell ins Raumschiff reingehen. Und unsere Lebenserhaltungssysteme mal wieder aufladen. Oh, die hält aber auch nicht mehr lange, die Lebenserhaltung. Wie lädt man die denn auf? Ja, Mann, wir brauchen noch Zink. Einen Moment, ich will mal gucken, wie man die Lebenserhaltungsdinge auflädt. Deflektor steht. Das ist eigentlich in einem guten Zustand. Unser Anzug hier. Lebenserhaltung. Muss mit Energie aufgeladen werden. Haben wir gerade nicht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch Energie einsammeln können. Was haben wir hier? Ja, die Dinger sind leer. Haben wir keine mehr? Okay. Verdammt, was mache ich denn, wenn die Lebenserhaltungssysteme leer sind? Ich bin ja voll im Arsch. Ich muss mich schnell auf den Weg machen, um Zink zu sammeln. Zink? Nirgends? Mann, da hinten! Oh, das wird jetzt aber jetzt eine knappe Angelegenheit hier. Oh, auch noch hinter dem ganzen Berg da. Scheiße. Nun denn. Das schaffen wir noch. Da oben. Ja, wie soll ich denn... Reicht mein Jetpack für das? Ich hoffe, danach habe ich genug Zink. Willst du mich denn verarschen? Lebenshaltung mit 10%. Ja. Weiß ich. Haben wir genug? Ich hoffe. Wir gehen zurück zum Schiff. Wir haben nur noch 10% Lebenserhaltungssysteme. Kritisch. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Bei 5%, das schaffen wir nicht. Was machen wir denn jetzt? Sterben wir? Das ist ja noch da ganz hinten. Lauf! Oh, das ist richtig knapp. Komm, 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 komm. Shit. Und jetzt? Erschöpft. Oh, ja, ja. Wir gehen jetzt erstmal ins Raumschiff rein.
Okay. Lass mal gucken. Wir haben jetzt die das Zink gesammelt. Was sollten wir denn nochmal damit machen? Zeig doch nochmal her. Protokoll. Impulsantrieb reparieren. Jetzt brauchen wir noch Heridium müssen wir jetzt auch noch sammeln. Verdammt, das reicht nicht. Ja, na, ja, super, was? Ich habe ja keine Energie mehr. Wir sterben gleich. Super. Plutonium brauchen wir. Da hinten. Ja. Speicherpunkt, Signalbooster, Kommunikation. Was soll ich denn? Kann gebaut werden. Signalbooster, wofür brauche ich denn das? Ja komm, dann bauen wir das doch einfach mal. Was bringt das? Finde Heridium und mit einem Signalbooster. Heridium ist eine sehr große Ansammlung. Ah, Wellenlänge für Mineral auf online. Ressourcensammlung, hier. Heridium brauchen wir. Koordinaten erhalten. Da hinten müssen wir hin. Schaffen wir nicht. Wir brauchen Energie. Wo kriegen wir denn noch Energie her? Okay. Ich glaube, hier drin sind wir einigermaßen sicher. Leute, die Zeit rennt uns leider davon. Wir sind schon bei 40 Minuten angekommen. Ich werde den Part an der Stelle jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Und ich würde mich über ein positives Feedback von euch freuen oder allgemein über ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Damit ich weiß, ob ich weitermachen soll oder nicht. Und ich will auf jeden Fall sehen, dass wir hier, dass ich von dem Plan. Ich will mal gucken, was passiert. Ne? Wir werden das Raumschiff jetzt bald repariert haben. Und dann werden wir auf den nächsten Planeten mal fliegen und mal gucken, was da zu sehen gibt. Und ja, ich finde das Game eigentlich schon noch relativ nice. Und wie gesagt, gebt mir mal in den Kommentaren, gebt mir mal da Bescheid, wie es euch gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bisher geschaut habt. Und ja, habt einen schönen Tag. Und. Keine Ahnung, wie oft soll ich noch uns sagen. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, Leute. Euer Nia. Bis zum nächsten Mal und ciao.